Grüßt euch, meine Lieben. Ich habe ein neues Rezeptal für euch und ein super leckeres noch dazu. Ein ziemlich schnelles halt. Ich zeige euch heute, wie ich diese Brownies gemacht habe. Und die habe ich noch drinnen gefüllt mit Nutella, was man natürlich auch weglassen kann. Man muss auch nicht Nutella nehmen, bitte. Ihr könnt jede andere Nuss-Nougat-Creme nehmen, die ihr wollt, oder auch weglassen. Nur ich finde die so genial, nicht nur, weil sie wirklich im Mund zergehen, sondern man braucht wirklich nur 5 Minuten, um den Teig anzurühren. Und dann tut man es in die Form hinein und ab in den Backofen. Ich meine, das erste Mal werdet ihr sicher länger brauchen, bis ihr alles schön abwiegt. Und wegen den ganzen Mengenangaben, aber sobald man das ein paar Mal gemacht hat, mein Backofen, ich schalte meinen Backofen immer als erstes ein und ich bin immer viel zu schnell mit dem Teig fertig. Also mein Backofen ist noch nicht warm und der Teig ist aber schon fertig. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt zeige ich euch, wie ich die gemacht habe. Wir brauchen einmal 3 Eier, 150 Gramm Zucker. Und das verrühren wir miteinander. Hundertfünfzig Milliliter Mehl. Hundertfünfzig Gramm Butter, die habe ich mir jetzt geschmolzen. Die kommt auch dazu. Das verrühren wir an. 220 Gramm Mehl, 7 Gramm Backpulver und 40 Gramm Backkakao. Das sieben wir jetzt auch nur einfach hinein. Und das verrühren wir jetzt gut. Und zu guter Letzt gebe ich da einfach nur etwas Kochschokolade dazu. Ich habe das nur grob gehackt. Das sind genau 100 Gramm. Ihr könnt bitte jede dunkle Schokolade reingeben, die euch schmeckt oder die ihr zu Hause habt. Ihr könnt natürlich auch weniger dazu geben oder mehr oder es überhaupt weglassen. Aber es passt einfach super dazu und es schmilzt dann drinnen richtig. Also es passt wirklich gut, aber ihr entscheidet, wie viel und ob ihr das hineingebt. Und das mischen wir jetzt auch einfach nur hinein. Die Hälfte der Masse werde ich mir jetzt einfach da in meine Form hineingeben. Ihr könnt es bitte in jede beliebige reingeben. Ich gebe das jetzt da in dieses Backteil da, dieses Backviereck. Jetzt fällt mir das Wort nicht an. Ihr wisst, was ich meine. Ich benutze es eh so oft. Ich habe es auf kleinster Stufe. Ich glaube, das sind so 17, 18 cm mit 27 cm. Aber nur, dass ihr circa ein Maß habt, nehmt halt einfach so eine ähnliche Form. Jetzt kommt halt die Hälfte davon hinein. Das verteile ich mir jetzt überall. Und jetzt, meine Lieben, kommt Nutella rauf. Bitte gebt so viel rauf, wie ihr möchtet. Oder so wenig, wie ihr möchtet. Das entscheidet bitte ihr. Ich schaue halt immer nur, dass ich es nicht ganz am Rand habe. Und das könnt ihr natürlich auch mit einem Löffel oder wie auch immer ihr wollt. Nur ich tue mir halt so immer am leichtesten. Und über die Nutella verteilen wir dann einfach nur den restlichen Teig, dass dann alles schön bedeckt ist. Das streichen wir dann auch richtig schön schon drüber und verteilen es gut. Und zum Schluss könnt ihr, wenn ihr wollt, auch ein paar gehackte Stücke Schokolade drüber geben. Ich habe hier jetzt wieder Kochschokolade. Ich habe hier 50 Gramm, aber ihr könnt das natürlich wieder weglassen oder so viel raufgeben, wie ihr wollt. Aber macht das Ganze gleich noch etwas schokoladiger. Und jetzt geht das Ganze schon auch in den Ofen, bitte bei 180 Grad Ober-Unterhitze. So, meine Lieben, so sehen die Brownies jetzt bei mir fertig aus. Bei mir waren die genau 22 Minuten im Backofen, also zwischen 20 und 25 Minuten werden sie bei euch wahrscheinlich auch brauchen, abhängig von eurem Backrohr. Ich habe sie dann nur 10-15 Minuten auskühlen lassen und dann habe ich sie angeschnitten. Jetzt sind sie wirklich so lauwarm, also wirklich am allerleckersten.
Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar. Ich freue mich auch immer sehr über Fotos, wenn ihr was von mir nachgebacken habt. Das könnt ihr dann direkt auf meine Facebook-Seite posten oder Instagram. Natürlich auch, wo immer ihr auch aktiv seid. Falls ihr mich noch nicht kennt und nicht abonniert habt, holt das schnell nach. Dann verpasst ihr auch keines meiner Videos. Schaut doch meinen Kanal durch. Ich habe unzählige viele andere Videos. Vielleicht ist da noch was für euch dabei. Ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!